In unserem heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr anhand von Vorlagen aus dem Mirror 12 gruselige Halloween-Videos erstellen könnt. Also bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Bearbeitung mit Filmerides stärken. Wir zeigen euch in diesem Video, kurz vor Halloween, wie ihr gruselige Halloween-Videos anhand der Vorlagen in Filmora 12 ganz einfach erstellen könnt. Probiert es einfach mal aus und schockt damit eure Zuschauer. Wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Um in Filmora 12 ein gruseliges Horror-Halloween-Video zu erstellen, könnt ihr natürlich eure eigenen Videos verwenden. Sofern sie eben gruselig wirken, nehmt die. Ansonsten könnt ihr aber auch hier in Filmora 12 auf Stock Media gehen und könnt dann hier unter Pixels einfach nach Halloween-Videos suchen. Oder ihr sucht eben speziell nach Horror-Videos. Ganz egal, gebt hier oben einen entsprechenden Suchbegriff ein und schon seht ihr, gibt es dann eben auch hier entsprechende Halloween-Videos, die dann auf einen schon mal gruselig wirken. Also diese Videos könnt ihr runterladen und dann eben auch für euer Video entsprechend verwenden. Wenn ihr dann eure Videos auf der Timeline abgelegt habt, sodass daraus schon ein nettes Halloween-Video entstanden ist, dann könnt ihr weitermachen und könnt nun auch dieses Halloween-Video mit entsprechenden Texten bzw. Openern einleiten. Dafür könnt ihr hier oben auf Text gehen und sucht dann speziell nach dem Halloween is here Paket, denn da habt ihr verschiedene Opener, zum Beispiel dieser Opener hier, um ein Video beginnen lassen zu können. Das sieht schon mal wirklich Halloween-mäßig aus, oder auch hier ohne den Hintergrund, also auch das könnt ihr hier ganz einfach auswählen, um dann das über so ein Video hier zu legen als Beispiel und dann dieses Video so beginnen zu lassen. Dieser Text lässt sich natürlich ganz einfach ja entfernen oder eben auch umschreiben. Also jeden Text, den ihr hier in diesem Opener seht, könnt ihr ganz einfach umbenennen, zum Beispiel hier unten. Das könnt ihr auch entfernen, indem ihr da einfach auf die Entfernen-Taste von eurer Tastatur klickt und das entsprechend natürlich auch umbenennen. Das aber jetzt nur mal beispielhaft. Ihr habt natürlich hier auch die Möglichkeit, diesen Opener zu nehmen, der dann eben auch sehr, sehr ja, horrormäßig aussieht. Also leitet doch einfach mal euer Video so ein. Der Text lässt sich, wie gesagt, entfernen und eben auch umändern. Das ist euch dann entsprechend überlassen. Ihr habt aber auch noch ein weiteres Halloween-Paket, was ihr wählen könnt, nämlich Halloween Cinematic. Also auch das könnt ihr hier oben suchen und dann entsprechend ja dem Halloween Cinematic Paket eben auch solche ansprechenden Titel und Opener verwenden oder eben auch sowas. Also auch hier ist eine gewisse Spannung und Horror-Thematik garantiert. Ich habe mich nun für diesen Opener und Titel entschieden, denn da habt ihr dann einfach auch diesen transparenten Effekt und könnt natürlich hier auch den Text vollständig ändern. Ihr könnt auch hier auf die fortgeschrittene Bearbeitung gehen und dann eben auch jeden einzelnen Textbaustein oder eben auch hier diesen Farbverlauf nach euren Wünschen ändern. Also das ist ganz, ganz einfach möglich hier bei diesen Titeln. Und nun geht es weiter und wir gehen auch mal auf die Effekte. Deswegen suchen wir hier oben speziell auch nochmal nach den Halloween ist hier Effekten. Also da habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten, um beispielsweise eben auch ja solche Videos hier noch etwas mit Effekten aufzuhübschen. Zum Beispiel dann einfach ja sowas in den Hintergrund zu legen, so Spinnennetze und eben auch mit Blut. Das kommt auch ziemlich gut. Oder eben auch gerade bei solchen Videos dann einfach nochmal diesen Effekt drüberlegen und eben auch von der Länge sind diese Effekte beliebig verlängerbar. Dann wirkt das Ganze einfach nochmal etwas mystischer. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich diesen Effekt wieder entfernen und gegen so einen Effekt hier zum Beispiel tauschen. Das sieht nochmal etwas besser aus, aber ihr müsst natürlich auch nicht überall einen Effekt drüberlegen. Das ist, wie gesagt, euch überlassen. Speziell gibt es aber auch bei den Effekten die Halloween Cinematic Effekte, also auch danach könnt ihr hier in Filmora 12 noch einmal suchen und da habt ihr dann eben auch speziell die Möglichkeit, hier solche Videos mit solchen Filtern nochmal etwas anders wirken zu lassen.
Da könnt ihr dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, wie ihr eben solche Videos ganz einfach mit diesen Effekten nochmal deutlich anders und spannender wirken lassen könnt. Und diese Effekte könnt ihr dann im Übrigen, sofern sie euch etwas zu stark sein sollen, auf eine Deckkraft anpassen, da einfach Doppelklick draufgehen und dann hier entsprechend die Deckkraft etwas runternehmen oder eben, ja, wenn es euch zu wenig ist, wieder nach oben schrauben. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, um eure Videos gruselig für Halloween wirken zu lassen. Und wenn ihr dann die Effekte ja fertig drüber gelegt habt, dann könnt ihr euch abschließend noch um die Übergänge kümmern, denn auch die sollen noch etwas spektakulärer und horrormäßiger aussehen. Deswegen könnt ihr hier speziell bei den Übergängen nach Horror suchen und da gibt es dann eben auch spezielle Horrorübergänge. Zum Beispiel hier an dieser Stelle können wir jetzt mal diesen Horrorübergang ablegen. Den können wir natürlich auch wieder hier von der Dauer her anpassen. Das sieht dann also schon mal so aus. Auf jeden Fall passt das hier ganz gut zu dieser Szene und weiterhin habt ihr natürlich auch noch andere Übergänge, die ihr eben hier speziell auswählen könnt. Je nach Situation passt dann eben auch mal solch ein Übergang. Also auch da habt ihr jetzt eine ziemlich große Auswahl, sucht einfach nach Horror oder eben Halloween Übergängen und da könnt ihr dann wirklich viel aus eurem Video nochmal machen. Die Effekte wirken wirklich gut und auch von den Übergängen könnt ihr da eben ein spannendes Horror- und Halloween-Video zaubern. Abschließend daran könnt ihr euch natürlich auch noch um ein paar Audio-Effekte kümmern. Zum Beispiel könnt ihr hier auf Audio gehen und sucht dann eben speziell bei den Soundeffekten auch noch nach dem ja, Horror-Thema, denn auch da habt ihr dann verschiedene Sounds, die ihr euch vorher natürlich abspielen könnt. Also da könnt ihr euch vorher jeden Sound einmal anhören, wie zum Beispiel diesen hier. Oder auch diesen. Und könnt dann diesen Sound nehmen und legt ihn unter eurem Video ab, denn dann könnt ihr mit dieser Horror-Atmosphäre weiter arbeiten bis zum ja, Schluss von eurem Video. Könnt das Ganze dann natürlich hier einmal abschneiden, auch hier den Übergang noch etwas weicher beenden und dann ist im Prinzip auch euer Video schon einmal fertig. Wir schauen hier uns so ein paar Sachen an, die wir hier eingebaut haben, diesen Übergang, dann auch wieder diesen Übergang hier und diesen Effekt drüber gelegt. Hier haben wir jetzt mal keinen Übergang, muss ja auch nicht überall sein und da dann wieder diesen und zum Schluss haben wir dann hier auch nochmal mehrere Effekte drüber gelegt und abschließend dann diesen Wackelübergang und eben auch mit Keyframes zum Schluss gearbeitet. Also probiert hier einiges aus, so könnt ihr dann abschließend euer Horrorvideo natürlich auch mit eigenen Videos erstellen und eure Zuschauer richtig schocken. Und nun wisst ihr, wie ihr gruselige Halloween-Videos anhand der Vorlagen in Filmora 12 ganz einfach erstellen könnt. Probiert es einmal aus und schockt eure Zuschauer damit. Ansonsten schreibt uns unten in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat und ob ihr diese Halloween-Vorlagen einmal verwenden werdet. Ansonsten soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.